Ab 1911 entsteht in der Kleinstadt Ahlfeld, in der Nähe von Hannover, eine Fabrik zur Produktion von Schuhleisten. Der Architekt Walter Gropius lässt den Bau immer wieder fotografieren. Er glaubt an die Bedeutung seines Entwurfes für die Architekturgeschichte. Tatsächlich besticht das Bauwerk heute, wie vor 100 Jahren, durch ein gelungenes Zusammenspiel von Funktionalität und Schönheit. Darüber hinaus ist es das Ergebnis einer denkwürdigen Allianz zwischen Architekt und Bauherr. Gropius will einen Palast der Arbeit errichten, ein Bauwerk, das, wie er sagt, dem Fabrikarbeiter, dem Sklaven der modernen Industriearbeit, Licht, Luft, Reinlichkeit und der Arbeit Sinn und Würde gibt. Er schreibt: Weitsichtige Unternehmer haben längst erkannt, dass mit der Zufriedenheit des Arbeiters auch der Arbeitsgeist wächst und folglich die Leistungsfähigkeit des Betriebes. Der subtil rechnende Herr der Fabrik wird sich alle Mittel zunutze machen, die die Eintönigkeit der Fabrikarbeit beleben und den Zwang der Arbeit mildern könnte. Karl Benscheid Senior hatte ja lange Jahre, über 20 Jahre, in der Firma Behrens, die übrigens mit dem Architekten Peter Behrens nichts zu tun hat. Das ist eine Namenskoinzidenz. Er hat in dieser Firma in Ahlfeld gearbeitet, sehr erfolgreich. Es verstarb der Inhaber und mit dem Sohn, der den Betrieb übernahm, kam Benscheid gar nicht klar. Das brach in offenem Streit aus und der junge Behrens forderte ihn heraus, indem er ihm sozusagen den Federhandschuh hingeworfen hat und gesagt hat: Machen Sie sich doch selbstständig, wenn Sie meinen, alles besser zu können und zu wissen, aber Sie haben ja nicht den Schneid dazu. Also die Art und Weise, wie man offensichtlich damals unter Männern sich herausforderte, nicht mehr zum Duell. Aber das reichte, um Benscheid Senior tief zu kränken. Und er hat das dann generalstabsmäßig vorbereitet, auszutreten, zu kündigen und dann tatsächlich seinen eigenen Betrieb, das Farguswerk, zu gründen. Und natürlich mit der Absicht, seinen alten Arbeitgeber, die Firma Behrens, zu übertrumpfen und besser zu sein. Und so ein Stachel im Fleisch ist für ihn auch gewesen, dass er das Grundstück auf der anderen Seite der Gleise gekauft hat, sodass Behrens tagtäglich über die Gleise auf ihn gucken musste. Und ein stetiges Ärgernis zu sein, besser zu sein, moderner zu sein, die Nase vorne zu haben, aus dieser Herausforderung hat er seine unendliche Energie gezogen. Das war Satisfaktion für ihn. In dieser Fabrik in Ahlfeld an der Leine wird immer noch produziert. Und was ich für so außerordentlich erachte, ist, dass da noch Schuhleisten nach wie vor hergestellt werden. Auch das ist etwas Singuläres. Die meisten Fabrikgebäude haben eine leerstehende Phase gehabt und werden dann kulturell genutzt. Das ist hier nicht der Fall. Der Ursprung der Moderne liegt zu einem sehr großen Teil in Deutschland. Man kann wunderbar am Farguswerk noch die Verwurzelung in einer Form von Klassizismus, von antikisierendem Fabrikbau aufzeigen, der sehr wichtig für die Formation der Moderne gewesen ist. Und man kann eben auch den Sprung darüber hinaus zeigen. Also alle diese Werke, die Brüche in sich aufweisen, sind ja eigentlich die wirklich Interessanten, die sehr viel stärker sprechen als ein Meisterwerk, das vollendet ist. So kann man es sagen. Oder auch mit den Worten von Irfan Dogan, der seit 20 Jahren der Hausmeister bei Fagus ist. Wir sind 500 Mitarbeiter, wir essen und so atmen von Walter Gropius Geschichte. Walter Gropius ist ein Traum. Weltweit ist bekannt. Auch so Gebäude, so schauen Sie, Gebäude ist ganz Traum. Einfach so ein Traum ist.